natürlich entscheidend, dass wir uns nicht mehr mit Zwischenzielen abgeben, sondern wir wollen jetzt kraftvoll nach vorne in die Gigabit-Gesellschaft. Vernetzung muss ein Service werden, sowohl für die Industrie als auch für die Bürger. Man ist einfach genauso online, wie man mit dem Auto fährt. Man denkt nicht mehr dran. Das fängt mit den Privathaushalten an und endet irgendwo bei Industriesegmenten, die alle sehr unterschiedliche Anforderungen haben. Das reicht von Breitbandfernsehen über Industrie, autonomes Fahren, Medizin. Und dafür braucht man hohe Bandbreiten, aber auch kurze Latenzzeiten, hohe Zuverlässigkeit. Also ein Blumenstrauß an Anforderungen an zukünftige Systeme. Was ist eine Gigabit-Gesellschaft? Und letztlich ist klar geworden, wir müssen Gesellschaft mitnehmen. Das heißt, eine Gigabit-Gesellschaft ist eigentlich die Gesellschaft, die A, verstanden hat, was da auf sie zukommt und welche Chancen darin liegen, und B, aber letztlich auch darauf vorbereitet ist. Wir sagen einfach nicht oft genug und auch nicht dem Anwender, wie cool das eigentlich ist, was wir alles machen und was da so kommt. Wir überzeugen ihn nicht von den coolen Features und deswegen nehmen wir ihn auch nicht mit, wenn es darum geht, neue Technologien ins Feld zu bringen. In anderen Ländern hat sich schon gezeigt, dass die Nachfrageseite eine entscheidende Rolle spielt und natürlich auch dazu beitragen kann, dass der Breitband-Rollout schneller vorangeht. Dann kommt automatisch auch das Interesse. Dann werden diese Techniken mitgetragen und auch mitfinanziert. Was vor uns steht, ist das Thema Internet der Dinge, ist das Thema Big Data. Das bedeutet, dass wir eine 5G-Generation Mobilfunk brauchen werden. Das bedeutet, dass wir dafür auch eine Glasfaserversorgung brauchen. Das kann sich um 500, das kann bis 1 Gigabit gehen, das kann darüber hinausgehen. Auf jeden Fall so viel Bandbreite wie einzelne Nutzeranwendungen, industrielle Anwendungen auch benötigen werden. Alles, was miteinander vernetzt werden kann, wird vernetzt werden und dafür braucht man Flächendeckung. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Und da bietet 5G wunderbare Möglichkeiten, aber auch natürlich große Herausforderungen, um zum Beispiel Anwendungen wie automatisiertes Fahren sicherzustellen und umzusetzen. Wir müssen einerseits die Versorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft verbessern, aber andererseits auch risikobereit sein und in Bereiche investieren, wo wir noch nicht wissen, wann wir den Return of Investment einfahren können. Mein Titel für die Herbstkonferenz 2020 wäre: Als ich mir noch Sorgen machte, ans Internet zu kommen.